Myslím si, že jsme odehráli lepší zápas než včera, ale sice jsme dělali chyby a ty soupeř dělal taky, ale myslím si, že jsme to vyhráli svojí bojovností a týmovým výkonem. Za mě já bych chtěl poděkovat soupeři z Víně, který hrál úžasný basketbal, zejména hráč číslo 5, který nás tam hodně zlobil. Takový zápasy my potřebujeme jich co nejvíc. A k výkonu našeho družstva já klukům neberu bojovního ducha, ale co nás stráží na kolena, jsou prostě naše žákovský chyby, které děláme jich hodně. To je to, co mi prostě dělá vrácky, a něco s tím budeme muset udělat, jinak určitě musím říct, že kluci tam měli dobrý úseky a musíme pochválit za bojovnost, ale bohužel máme co rozebírat, jinak děkuji. Ja, wir haben eigentlich das ganze Spiel gut gespielt, aber am Ende hat es einfach nicht gereicht. Wir haben viele offene Würfe verfehlt, die wir eigentlich kreiert haben, das war eigentlich eh gut. Also haben wir mehr oder weniger das ganze Spiel besser gespielt, aber am Ende, ja, passiert sowas halt. Ja, wir haben ganz genau gewusst, dass dieses Spiel sehr körperbetont sein wird, und wir haben uns sehr gut präsentiert heute. Ich war überrascht, wie die Burschen mit der Intensität des Gegners gut zurechtgekommen sind und sich da angepasst haben. Sogar haben wir fast das ganze Spiel kontrolliert, aber wie gesagt, das ist eine sehr gute Mannschaft von einem sehr guten Coach, sehr gut gecoachte Mannschaft, die uns geholfen hat, als Mannschaft zu wachsen, und ich glaube, dass solche Situationen auch, wenn es nicht gereicht hat, den Burschen sicherlich vieles bringen wird. Dankeschön.